me, but I don't care about your Rolex or your credit card. Rolex or your credit card. Still you won't quit trying to be cool, so here we go again, here we go again, again, again. You got nothing on me, on me. You got nothing on me. Ich kann mich jetzt erst melden, weil ich heute Vormittag mega im Stress war, also von heute Morgen an irgendwie, von 8 Uhr an. Bis jetzt gerade eben, ich habe mich jetzt mal endlich fertig gemacht. Ich bin ja gerade die ganze Zeit rumgerannt wie Frau Lodder und habe mich kaum in den Garten getraut. Meine Haare, die standen richtig zu Berge und jetzt habe ich die erstmal ein bisschen gebändigt. Und ja, ich zeige euch mal, was ich jetzt hier soweit schon alles vorbereitet habe. Vielleicht sollte ich erstmal sagen, was wir hier feiern. Für die Leute, die es nicht wissen, Ben und Jonas, die Zwillinge, die wurden jetzt 2 Jahre alt vor einer Woche und jetzt feiern wir ja den Grillgeburtstag mit der ganzen Familie. Die Freunde haben wir noch nicht eingeladen von den beiden, das machen wir vielleicht dann nächstes Jahr. Insgesamt kommen, ich glaube, 22 Leute und dann noch ein paar Kinder, also ich weiß nicht, so 5, 6 Kinder oder so. Das ist so dunkel. Das ist hier schon mal der Tisch. So soll er ungefähr aussehen. Jetzt fehlen halt nur noch die ganzen Lebensmittel und Salate. Hier wollte ich die Salate hinstellen und das habe ich vor einer Woche gezeigt, wo ich die Deko gekauft habe. Bei Action war das, glaube ich, genau. Und ja, hier für die ganzen Gemüsesachen und Kartoffeln. Also ich habe soweit schon für jedes Teil dann einen Teller rausgesucht, für das ganze Fleisch und ja, für die Datteln, für die Soßen. Und hier wollte ich die Christinis hinstellen. Und da kommen die Baguettes. Hier habe ich auch schon ein bisschen vorbereitet. Dann kommen hier gleich die Tassen. Nee, nicht Tassen, sondern die Gläser hin. Jetzt wollte ich das rote Beete Carpaccio machen und gefüllte Champignons. Da habe ich schon was vorbereitet. Das ist einfach nur Frischkäse mit Kräutern und geriebenen Käse. Die Käsespieße. Hier sind schon die Dressings für den Melonsalat, für das Carpaccio. Dann Tomatenspieße und mir ist jetzt gerade noch eingefallen, shit, ich muss noch das Brot machen. Hier im Backofen habe ich schon die Kartoffeln gewaschen. Hier habe ich das Öl mit Salz und Rosmarin vorbereitet. Dann brauche ich nur noch die Kartoffeln halbieren und drauflegen. Und jetzt muss ich mich wieder beeilen. Und der Kühlschrank ist wie immer voll und wir haben uns geschworen, dass wir fürs nächste Mal einen kleinen Kühlschrank kaufen werden für den Keller. Jetzt brauche ich nur noch Handschuhe, damit ich die gefüllten Champignons machen kann.
So, da bin ich wieder. Jetzt bin ich natürlich viel tiefenentspannter. Heute Mittag, da war ich einfach so, also ich bin dann immer so im Stress. Ich liebe das einfach. Ich mache das total gerne, aber in dem Moment, wo ich es mache, bin ich immer voll im Stress und denke mir immer wieder, warum tust du dir das an? Wir können doch irgendwas bestellen oder keine Ahnung, aber ich mache das so gerne. Oder man könnte ja auch, das machen ja auch ganz viele, dass jeder was mitbringt. Aber ich mache das halt so gerne. Und ja, Dennis sagt auch immer wieder, das brauchst dich gar nicht beschweren, weil ich dann natürlich auch während ich das mache immer sage, boah, warum habe ich das nur gemacht? Warum? Ne? Und keine Ahnung, aber ich mache es halt wie gesagt total gerne. Und wenn die Gäste dann am Ende gehen und sagen, oh, das war so lecker, und meine Cousine hat noch gesagt, ich kriege den ersten Platz der Family Awards von Caterings oder sowas, das finde ich dann so schön, wenn man sowas bekommt und die Leute sich dann, also die das auch toll finden, das Essen, was ich gekocht habe. Ja, es war auf jeden Fall total schön, die Kinder hatten mega Spaß und das ist das Wichtigste, die Erwachsenen haben sich unterhalten und ich war, wie gesagt, vorher die ganze Zeit noch in der Küche beschäftigt. Meine Mama hat mir dann aber noch geholfen und die Tochter von meiner Cousine, die hatte auch total Spaß daran, mir zu helfen. Und ja, sonst mag ich das eigentlich nicht. Das habe ich ja schon mal gesagt, wenn die Leute dann sagen, können wir dir helfen? Aber dieses Mal habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht, weil ich halt noch so viele Sachen mit Käse hatte. Und das wollte ich, ich habe den Käse schon vorher geschnitten, habe den auch in Tupperdosen getan. Aber ich hatte halt nicht den Platz im Kühlschrank, dass ich das schon vorher alles vorbereiten hätte können. Das Carpaccio, bevor ich das vergesse, das war übrigens nicht ganz so. Also es hat nach rote Beete geschmeckt, aber es war jetzt nicht so der Burner, wie ich gedacht habe oder gehofft habe. Das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht, ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall kam das Essen sehr gut an. Alle waren begeistert, das ist die Hauptsache, alle hatten Spaß. Ich war dann halt die meiste Zeit, während die Kinder noch ausgepackt haben, war ich dann leider in der Vorbereitung in der Küche, damit Dennis dann natürlich den Grill anmachen konnte. Das Doofe war auch, die Champignons haben so lange gedauert, dass der Dennis sehr lange für das Fleisch gebraucht hat. Das heißt, die hatten alle schon so einen Hunger. Irgendwie haben die, der Tisch war gerade gedeckt und dann haben die gedacht, die dürften schon essen. Also ich habe jetzt dann auch nicht gesagt, nee, Finger weg oder so. Aber die waren wohl schon sehr hungrig und haben sich gedacht, ah, wir gehen zu Melanie, wir essen vorher nichts. Ist auch gut so, so sollen die ja auch ruhig denken. Es soll ja auch alles weggehen, aber ja, irgendwie waren die so schnell und ich fand es jetzt irgendwie doof, dann zu sagen, nee, noch nicht. Und Dennis hatte noch nicht mal eine Wurst auf dem Grill, außer diese blöden Champignons. Aber das Fleisch ist dann am Ende auch noch, was er gegrillt hat, weggegangen. Wir haben aber noch sehr viel übrig, das werden wir natürlich einfrieren und dann essen. Ich werde jetzt noch eben hier den Tisch, der nicht mehr ganz so schön aussieht, den werde ich jetzt einmal noch entsorgen. Und leider diese Deko, die auch echt toll war, die muss ich auch wegschmeißen, weil da ganz, ganz viele Ölflecken und Salatflecken und so drauf gekommen sind. Und ja, das ist das Fleisch, was noch übrig geblieben ist. Das hier ist schon alles gespült. Danke Mary übrigens, die Mutter von meiner Babysitterin, die hat mir echt noch mega geholfen, hier alles zu spülen und sauber zu machen. Und die waren jetzt auch bis gerade eben noch da, wir haben uns noch richtig lange unterhalten. Und das ist der Kühlschrank jetzt, also das sind ja so die Standardsachen von uns. Aber jetzt haben wir wieder mega viel Platz und das sind noch die Salatreste, hier dieser Coleslaw oder wie man den auch ausspricht und der Kitaraki-Salat. Den mache ich ja wirklich schon seit 100 Jahren. Und da habe ich diesmal die doppelte Menge, also die einfache Menge genommen. Sonst mache ich nämlich immer nur die Hälfte. Und die Hälfte reicht auch dicke. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar von den Käsewürfeln. Die kann ich mir aber morgen in einem Salat reinmachen. Und der Kuchen, der vorher noch im Kühlschrank war, der ist komplett weg. Da bin ich auch immer total stolz drauf. Und der Raffaello-Kuchen, der kam auch wieder mega gut an. Und man hat auch man hat auch gar nicht gemerkt, dass der unterste Boden irgendwie anders schmeckt. Oder? Dennis, hat man irgendwie was gemerkt bei dem Raffaello-Kuchen? Nee, der war super. Also Raffaello, wirklich, ich habe den ja schon öfter gemacht, aber heute, ich weiß nicht was, ich glaube, ich habe mehr Raffaellos genommen. Die Packung war größer, wobei das gar nicht so viele waren. Aber der war wirklich sehr, sehr lecker. Also den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Der kam super gut an. Das andere, das war auch sehr lecker und ja, also es war alles weg. Ne? Und wir haben jetzt gerade jeder noch ein dünnes Stückchen noch draußen gegessen und jetzt ist der ja komplett weg. Ich wollte euch jetzt mal eben schnell die Geschenke für Ben und Jonas zeigen, die bekommen haben. Und dann gehe ich auch schon ins Bett. Es fragen halt immer ganz viele danach, was wir uns für Ben und Jonas gewünscht haben. Wir haben einmal dieses Brett mit Schlössern und verschiedenen Riegeln bekommen. Das ist total interessant für die gewesen. Damit haben sie auch
direkt gespielt. Wir hatten total Spaß daran und auch Leon hat da richtig Spaß mit dran gehabt. Hier ist es dann einmal so ein Kofferschloss oder hier ist ein Tresor. Oder das ist natürlich auch ganz interessant. Schlüssel kommt natürlich auch immer mega gut bei den Kindern an. Und sowas in der Art, in dieser Richtung, auch von der gleichen Marke, glaube ich. Ja, genau. Da sind dann verschiedene Schlösser. Also hier einmal das. Also es ist schwierig, wenn man das nicht sehen kann. Und dann später, wenn die dann zählen können oder anfangen zu zählen, ist es halt ganz schön zu sehen. Hier ist ein Pferd und da oben ist die Eins. Und hier ist das mit der Zwei genauso, zwei Hunde. Das ist dann echt süß gemacht. Und die sind damit auch so ein paar Minuten erstmal beschäftigt. Das fand ich auch noch total gut. Das habe ich mir nicht gewünscht, finde ich aber eine richtig schöne Idee. So ein kleines Tablett, wo verschiedene Magnete dran sind. Und das ist eine Magnetwand. Und da hatten die beiden auch wirklich Spaß dran. Dann saßen die auf unsere Schoß und haben damit gespielt. Und dann können wir einfach die Magnete dran heften und verschiedene Sachen daraus bauen und Formen. Hier sind noch so Stifte, dann können die hier drauf rummalen, aber die werden wir auch direkt wegpacken. Und dann kann man das hiermit wieder weglöschen. Also ganz süß gemacht. Für Leon ist das super. Die Stifte werde ich, glaube ich, bei ihm in die Bastelbox packen. Und hier ist nochmal Kreide für die Kreidetafel, dass man die dann einfach umdrehen kann. Das ist auch eine sehr süße Idee und hatten wir noch nicht. Und wie gesagt, wir haben wirklich viel vom Leon noch und ich wusste auch gar nicht, was ich mir wünschen sollte. Voll viele haben jetzt gedacht, ich habe jetzt mega Wunschideen oder Geburtstagsgeschenkideen, aber jetzt in dem Alter, weil die mit so vielen Sachen von Leon spielen und auch gerne damit spielen. Dann hat meine Cousine, sie hat nämlich das Brett geschenkt und dann hat sie gesagt, soll ich sie noch ein zweites Brett kaufen, damit jeder eins hat. Oder lieber diese Matte hier, ich glaube, die heißt Aqua Magic, die gibt es ja von verschiedenen Marken und das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Dennis meinte, es wäre ganz toll. Die haben damit draußen kurz ein bisschen gemalt. Hier sind verschiedene Schablonen drin und auch Moosgummi. Was ist denn das Moosgummi da? Ich denke mal vielleicht zum einfach drauflegen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder nachzeichnen vielleicht. Wasserpinsel, so einen ähnlichen haben wir schon, weil wir mal so ein Wasserbuch gekauft haben. Hier sind noch zwei Magic Water Pens bei. Da kommt dann auch einfach Wasser rein und dann kann man ganz normal drauf rummalen. Und dann verschwindet es irgendwann, wenn es trocknet. Ohne dass man Angst haben muss, dass man irgendwo Farbe kleben hat. Also ist auch eine schöne Beschäftigungsidee. Ich werde die ganzen Sachen, weil das natürlich so Sachen sind wie Spiele oder so, die werde ich irgendwo hinpacken, wo die jetzt nicht immer freien Zugang haben, sondern ich hole die dann einfach raus. Also ich finde es immer doof, wenn alles irgendwo in der Ecke rumliegt, dann wird es irgendwie nicht beachtet. Aber wenn man dann mal irgendwas rausholt, was interessant ist und man sagt, komm, wir spielen das jetzt, dann kommt das irgendwie immer viel besser an. Haben Ben und Jonas von Jana und ihrer Mama T-Shirts bekommen mit einem Faultier drauf. Die sind total süß in der Größe 86,92. Dann hat meine Tante den beiden, das finde ich immer toll mit so Sprüchen, ein T-Shirt gekauft. Und das hier. Von meiner Tante haben sie auch dieses Holzschneideset bekommen. Sandwich, da können die dann ihre Sandwich mitmachen. Also sowas finde ich ja immer ganz toll. Ich spiele total gerne mit den Kindern in der Küche kochen oder so. Also ich sitze dann einfach nur und die müssen mir immer was kochen. Das machen die auch richtig gerne. Ich sage dann immer, was ich gerne hätte und dann kommen die mit dem Essen an. Das macht auch Leon noch total gerne. Jana hat übrigens auch noch ein Schneideset gekauft. Das haben wir aber schon oben. Das war von irgendeiner bekannten Marke auf jeden Fall, ich weiß, von Eichhorn oder so. Es ist einfach so ein Brett gewesen mit verschiedenen Früchten, wo die dann einfach ihr Obst schneiden können. Da hat Ben total Spaß mit, auch in unserer Küche oben, das haben wir ja schon. Aber auch das machen die total gerne, deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm, dass wir das jetzt in dreifacher Ausführung haben. Die streiten sich da eh immer drum. Und was ich richtig toll fand, was echt schön war, dass unsere Babysitterin, die macht öfter Fotos, wenn die mit den Kindern draußen unterwegs ist und schickt mir die dann auch per WhatsApp. Und also dann am Ende des Tages, wenn sie da am Ende, also den ganzen Tag da waren, wenn die dann mal 3 Stunden oder so auf die aufgepasst hat, das ist jetzt, da werde ich ganz oft nachgefragt, also die kommt nach Bedarf einfach nur. Ich frage, hey, hast du dann und dann Zeit?
ich habe da einen Termin oder ich möchte da was mit Leon machen oder wir müssen irgendwas machen, kannst du da vielleicht einspringen für drei Stunden oder so, und dann kommt sie. Auf jeden Fall macht sie dann Fotos und schickt mir die. Und diese hat sie hier auf Acryl, ist das, glaube ich, ausgedruckt. Und schaut euch mal an, wie toll dieses Foto von Ben ist. Als sie mir das geschickt hat, da war ich so begeistert und habe gesagt, oh mein Gott, ist das schön. Das ist so toll. Und ich finde die so toll, diese kleinen Bilder, dass ich das, also das hat sie wohl bei DM machen lassen, dass ich das auch nochmal von Leon machen werde. Also sie passt nur auf Ben und Jonas auf, das reicht ja auch schon. Zwei sind sehr anstrengend, wenn man selbst keine Kinder hat. Aber ja, sie arbeitet im Kindergarten, das kennt sie ja. Aber trotzdem, diesen Lenkeraufsatz haben die Kinder auch von meiner Tante noch bekommen. Habe ich noch nie vorher gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste, dass es so eine Lenkertasche gibt für das Laufrad oder so. Aber ein Lenkeraufsatz, so eine Lenkertasche wollte ich nämlich mal selbst nähen. Ja, sieht auf jeden Fall ganz toll aus und ich denke, der Leon hätte da mega Spaß dran. Deswegen werde ich das vielleicht, ich werde dem Leon natürlich sagen, das gehört dem Ben oder dem Jonas. Ist ja natürlich auch doof, ne? Deswegen, ich werde einfach sagen, der kann sich das erstmal ausleihen und wenn er da Lust drauf hat, dann können wir das auf seinem Fahrrad drauf machen. Ich glaube, das findet er richtig toll, sowas. Die haben von meiner besten Freundin, ich glaube, das habe ich schon Anfang der Woche, glaube ich, mal erwähnt, haben die beiden eine, na, wie nennt man das, so eine Wasserburg geschenkt bekommen. Und damit spielen die Kinder bis jetzt jeden Tag, wenn wir draußen sind. Also das Teil ist wirklich sein Geld wert, kann ich nur sagen. Also diese Burg, es gibt ja ganz viele andere Sachen davon, aber ich finde das halt so gut mit dieser Pumpe. Da waren auch genau zwei kleine Boote bei, also perfekt, dass sich keiner streitet um ein Boot. Dann diese Bäumchen zum Aufstecken, also das haben die sehr toll gestaltet. Von meinen Eltern habe ich mir für Ben und Jonas ein Bobbycar mit Anhänger gewünscht, weil die es einfach lieben, wenn wir bei Freunden sind und die haben so ein Bobbycar mit Anhänger, dass sich einer hinten reinsetzt und der andere fährt. Die finden das so toll und ich finde das so lustig. Packen dann da alles rein, wenn die sich nicht selbst draufsetzen, und ja, dann fahren die damit durch die Gegend. Und die haben dann noch ein passendes Sportlenker dazu bekommen, was Geräusche macht. Aber das ist natürlich auch total interessant. Von meinen Schwiegereltern haben wir hier diese, na, wie nennt sich das? Irgendeine Loopingbahn geschenkt bekommen. Ja, hat Dennis sich gewünscht. Ich habe gesagt, das brauchen wir nicht. Wir haben genug davon. Und die spielen damit auch nicht, also mit diesem Teil spielen die sehr gerne, weil es halt, also ich glaube, der Ben geht bis hierhin. Ja, das ist halt sehr groß und das finden die toll, dass die im Stehen da was draufsetzen können. Dann bewegt sich das die ganze Zeit, macht ein Looping und das ist natürlich total interessant. Aber das, was wir halt sonst haben, damit haben die immer wieder mal gespielt von Tutut, aber jetzt nicht. Ich habe eine Ente habe ich bei Lidl gekauft. Die habe ich vor 2 Wochen zum ersten Mal, wollte ich die ausprobieren und die ging nicht. Da kam das ganze Wasser unten raus. Und hat sich gestaut und gestaut und dann war da eine Matschpfütze und die Kinder hatten mega viel Spaß, ja, mit der Matschpfütze rumzumatschen, als das von oben das Wasser rauskam. Also die habe ich umgetauscht, ich habe auch das Geld zurückbekommen und war ein bisschen traurig und enttäuscht, weil ich mich total auf diese Sprinklerente gefreut habe. Ja, aber jetzt haben die Wassermatte bekommen, das war nicht abgesprochen und das hat die auch gar nicht erzählt. Es kam richtig gut an bei den Kindern, also das wird auch an den Wasserschlauch angeschlossen. Und dann hat man halt so einen Mattenbereich, wo die Kinder rumhüpfen und springen können. Und dann kommt da aus den verschiedenen kleinen Löchern dann immer Wasser raus. Das war richtig toll. Dennis hat nämlich auch schon gesagt, der war kurz davor, diese Matte zu bestellen, nachdem das mit der Ente so ein Flop war. Hat er Gott sei Dank nicht bestellt. Ja, das war's. Ich hole jetzt den Ruby und dann gehe ich auch ins Bett. Dann kann der jetzt hier noch saugen. Also die Küche sieht nicht ganz so schön aus. Ich bin mal gespannt, weil die, wie gesagt, erst sehr spät ins Bett gegangen sind, bin ich gespannt, wann die wach werden. Ich hoffe ja auf 10. Ich glaube aber nicht. Ja, mal schauen. Leon, der ist, egal wann er ins Bett geht, der wird eigentlich immer zur gleichen Uhrzeit wach. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich mich noch gar nicht bei euch verabschiedet habe. Ja, wollte ich euch noch was sagen. Auf jeden Fall müsst ihr mal die Raffaello-Sahne ausprobieren, weil die so einfach ist. Ich werde euch das mal unten einblenden, weil ich habe das gestern gesagt, wie das gemacht wird und das geht halt so schnell, das kann ich auch mal eben abtippen. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob ich das Rezept online finde, aber ich werde auch mal danach gucken. Das geht wirklich total schnell. Das Licht hier, ne? Aber schmeckt auch sehr lecker in Kombination mit dem Wunderkuchen. Das mache ich immer, dieses Wunderkuchenrezept mache ich immer mit zusätzlich 2 Esslöffeln Mandeln.
Ich finde, Mandeln in so einem Teig das macht das Ganze irgendwie noch feiner. Und Joghurt. Es tut mir leid, dass es so blinkt, aber das ist das Licht. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, und Joghurt benutze ich als Flüssigkeit. 200 Milliliter Joghurt. Also der kam wirklich sehr gut an. Maracuja kam auch gut an. Das ist ja beides weg. Aber die meisten mögen das dann doch schon so ein bisschen, ja, Raffaello, ne? Das ist so wie Kinderschokolade. Das kommt immer gut an. Ja, also das müsst ihr mal ausprobieren, weil ich finde das immer ganz wichtig, dass so eine Fondant-Torte nicht nur irgendwie besonders aussieht, sondern die sollte halt auch schmecken. Und das ist so einfach, diesen Inhalt zu machen, das kann jeder. Ne, da braucht man keine besondere Küchenmaschine für, das kann man super mit der Hand machen, man muss halt nur die Sahne steif schlagen. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!